Es ist mal wieder Zeit für ein Update-Video. Es ist lange her, ich weiß gar nicht wie lang, aber lange her, denn auf jeden Fall muss mal wieder geupdatet werden, sag ich mal, was zumindest diesem Kanal hier angeht. Denn wir sind fertig mit Ori and the Blind Forest und das heißt, wir haben wieder Platz für etwas Neues. Und ich suche noch etwas Neues Langzeitmäßiges neben den Let's Reads, weil ich will ja immer so, ich will sozusagen diese zwei Schienen auf diesem Kanal haben. Einmal die Let's Reads und einmal die Let's Plays. Das ist so, oder ja, also es sind ja nicht immer Let's Plays, aber auf jeden Fall so die Gaming-Videos. Und ja, das heißt, da ist jetzt wieder, ich bin da wieder auf der Suche nach etwas Neuem. Und ich habe so ein paar Dinge, ich sage mal, im Blick. Bin mir aber auch noch nicht sicher, was genau ich da jetzt mache. Also ein Video ist schon mal geplant und das ist Welcome to the Game. Das habe ich vom lieben Dahacker geschenkt bekommen. Das wird auch so das erste richtige Horrorgame, so, ja, richtig ist jetzt. Es ist, glaube ich, mehr ein Puzzle-Game als ein Horrorgame, aber wahrscheinlich reicht es schon, dass ich ganz doll Angst habe. Wenn es zu schlimm wird, dann weiß ich aber immerhin, wen ich die Schuld geben darf. Und ja, das ist dann auch etwas Gutes, denke ich mal. Aber Welcome to the Game ist schon mal geplant. Das heißt, das wird die nächsten Tage wohl kommen. Aber dann ist halt immer noch so die Frage, was mache ich dann? Dann, ja, könnte ich eigentlich Enter the Gungeon machen, das hatte ich immer mal vor, aber ich weiß auch noch nicht, wie das aussieht, ob ich das richtig machen möchte, also wirklich von vorne bis hinten durchspielen möchte, oder das irgendwie, keine Ahnung, ob ich das wirklich nur so ein paar Videos zu machen, wie ich da halt so am meisten Lust gerade drauf habe, weil ich glaube, dass Enter the Gungeon doch eher ein Streaming-Spiel ist, weil das doch schon recht viel Inhalt, ich sage mal, beinhaltet, ja, ich glaube, das kann man sagen. Was ich noch im Visier hatte, war Child of Light. Das müsste ich mir aber erstmal kaufen. Das heißt, die Sache mit dem Geld, ne? Ich bin ein armer Schlucker. nee, aber was ich sagen möchte ist, also Child of Light ist auf jeden Fall eine der Dinge, die, glaube ich, gar nicht mal so schlecht wären, weil die auch ähnlich wie Ori waren, beziehungsweise auch eher ein Story-based Game ist. Und ich glaube, das wäre gar nicht so scheiße, wenn wir uns das mal angucken. Und ich hätte da auch definitiv Lust drauf. Dann war da aber auch noch allgemein Dinge zusammen aufnehmen, zum Beispiel auch mit dem Dahacker, da war immer so, ja, eigentlich wollen wir das schon ein bisschen länger machen, ja? Wir wollen schon ein bisschen länger, wollen wir ein bisschen was aufnehmen zusammen. Die Sache ist aber, irgendwie kommen wir nie dazu. Beziehungsweise wahrscheinlich liegt es eher an mir, dass ich einfach nicht irgendwie drin bleibe und einfach mal sage, ja, das nehme ich jetzt und dann nehmen wir das auf. Ich glaube, ich bin da einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwie bin ich da ein bisschen hängen geblieben. Um das jetzt mal nett auszudrücken. Ich weiß nicht. Irgendwie kommt man nie dazu. Irgendwie. Bei mir ist es auch immer schwierig mit der Zeit, weil ich habe immer nur ganz seltene, ich sage mal, Fenster, wo ich aufnehmen kann. Aber wir sind ja noch nicht mal so weit. Wir müssen erstmal ein Spiel finden, was wir zusammen aufnehmen können. Jetzt, wo Steam Summer Sale ist, hoffe ich ja, dass ich auf irgendetwas, dass ich irgendwas finde. Dass irgendetwas, ich sage mal, auf der Shop-Seite erscheint, wo ich mir denke, ach, das ist ja perfekt, hör mal. Denn das wäre ziemlich schön. Ja, weil dann, das wäre einfach sehr schön, wenn wir das mal endlich schaffen. Weil wir haben das wirklich schon sehr lange vor, mal irgendwie was gemeinsam aufzunehmen. Ja. Wäre ich mal nicht ich, sag ich mal, ja? Das ist bei mir immer so, kommen immer so ganz viele Dinge dazwischen. Oder allgemein, irgendwie ist aber schwierig. Oder ich suche mir einfach nur Ausreden. Das kann durchaus sein, was wahrscheinlich auch am wahrscheinlichsten ist. Aber was ich sagen kann, ist, wenn ich dann irgendwie mal... ich merke schon, das Deutsch kommt wieder. Wenn ich aber mal was gefunden habe, dann bin ich mir sicher, denn kommen wir auch dazu, endlich mal was aufzunehmen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und denn das ist auch so eine Sache, die ich schon sehr lange gemacht haben möchte und die wahrscheinlich auch irgendwann mal endlich gemacht werden wird. Ist das ein richtiger Satz? Ich glaube nicht. Aber hey, wer ist hier schon, ne, wegen Grammatik und Rechtschreibung und Deutsch? Also, die wenigsten sind doch dafür da. Ja.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, kommen wir mal zurück zum Thema. Ich bin aktuell ein wenig am Überlegen, was ich aufnehmen soll. Wie gesagt, die Let's Reads sind immer noch alle noch ganz standardmäßig da. Ich check immer regelmäßig die E-Mails, schau mir das immer alles an. Und, ja, je nachdem, wenn ich dann Bock habe, nehme ich das auf, lade es hoch und so und so und so weiter. Ja. Nicht, dass ihr denkt, die Let's Reads werden voll vernachlässigt. Nein, die werden nicht vernachlässigt. Die werden genau so oft aufgenommen, wie ich da gerade Bock drauf habe. Wie gesagt, ich bin da immer, jetzt wo auch die Creepypastas dazugekommen sind, bin ich immer regelmäßig immer mal hier und da am Gucken, am Schnuppern und denke mir, das könnte man aufnehmen. Und ja, ich muss da nur noch so, ich sage mal, das Richtige finden. Und gerade bei den Let's Reads, bei den Creepypastas ist das noch so eine Sache. Da muss ich noch herausfinden, wie ich das selbst am liebsten haben möchte. Da ist genau wie bei den Fanfictions, da habe ich da auch ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich dann das alles, ich sage mal, so hinbekommen habe, dass es mir dann auch gefällt, dass ich da auch ganz glücklich drüber bin. Und genau so wird es dann wahrscheinlich auch mit den Creepypastas sein. Ja, ich überlege gerade, gibt es irgendetwas, was ich noch erwähnen könnte? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann sind wir auch eigentlich schon am Ende angekommen. Dann, ja, wisst ihr Bescheid? Ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Projekt. Es ist durchaus möglich, dass immer mal wieder solche Zwischendurch-Dinger kommen. Also nichts irgendwie langzeitfristiges, aber immer so Sachen für zwischendurch halt, ne? Und, ja. Dann hätten wir das. Dann bin ich der Meinung, dass ich mich auch schon fast wieder verabschieden kann. Dann hätten wir alles. Dann bedanke ich mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe noch auf ein wenig Geduld. Ich glaube, ihr müsst nicht mehr so viel Geduld haben. Es werden dann wahrscheinlich bald so, ich sage mal, random Videos kommen. So das, worauf man spontan so Lust hat. Und dann wird es bald Zeit für etwas Neues, Längeres. Und hoffe ich, dass ihr gespannt seid. Ich bin es. Und dann sieht man sich bei einem anderen Video. Haut rein, Leute. Macht's gut. Und tschüss.